Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Lich Shield 2 im Ranglistenmodus. Der hat Chaos. Wir nehmen mal Champion und gucken, was wir so Feines kriegen. Welcome to Oh, die Nova. beiden funktionieren sehr gut zusammen. Ich glaube, wir machen das so, weil. Wobei. Die haben gut Mana. Die mit Mana zu verstärken ist schon geil. Dann nehmen wir erstmal das Piratenskelett raus. Wir hauen eine Blume rein. Hauen eine Schnecke rein und go. Oh, das habe ich Champion vergessen. Ne, das mache ich gleich. Das mache ich gleich noch. Ah, okay, Himmelskönigin. Und wir gehen mal noch keinen fünften Worker. Ballern hier den Champion drauf und hauen das noch mit rein. Den knallen wir hin und dann holen wir uns einen Blocker. Das ist der Plan. Hat einen Robo reingeballert. Genau deswegen bin ich keinen fünften Worker gegangen. In manchen Momenten ist es einfach zu gefährlich. Und hier hätte ich ohne die das nicht geschafft. Beziehungsweise vorne den Milizen. Da bin ich froh, dass ich safe gegangen bin. Da knallt ein Blut rein. Wir machen die Schnecke, weil mehr sowieso nicht geht. Rüsten hier nochmal auf. Und hau schon eine zweite Schnecke rein. Weil den seine Himmelskönigin auf der Wave schwach ist. Einfach um zu gucken, ob wir durchkommen. Er hat eine Ratte platziert. Die ist ganz schnell weg. Ja. Sehr schön. Können wir locker noch locker gehen. Das geht auch durch. Sehr schön. Guter Send. Guter Send auf 3. Ah, das ist schon ordentlich Schaden drin und ein bisschen Geld für uns. Wir bauen hier weiter die Harpien auf. Kampfnarben super stark. Kampfnarben super stark für meinen Bananenbaum. Nehme ich auf jeden Fall mit. Noch einen Blocker mit. Dann auf jeden Fall dann auf 6 wahrscheinlich eine Robo reinschicken und ein bisschen was mit Stich. Ja, ist nicht so wild. Sind übrigens zwei Deutsche, die hier zusammenspielen.
im Gegnerteam. Noch mehr Harpien. Gucken, nächste Runde ein Manta wäre schon cool. Vom Warpwing. Okay, Aufprallschaden kommt. Wir müssen Stich reinschicken. Wir machen einen Robo. Und einen Dino. Ja, gehen wir erstmal mit dem Manta. Der macht gut Schaden. Universal. Ist also für alle Wellen gut. Schnecke geht noch aus. Okay, 100%, der hat mit dem Hörn mit gegengewirkt. Gegen meinen Flächenschaden. Oxel ist down. Ah, sieht aber gut aus. Ja, können wir noch einen Worker gehen. Bin leider nicht durchgekommen, aber das könnte noch reichen. Ich habe diesen Steinhauer noch ausgelöscht. Sehr schön. Ich muss auf jeden Fall den upgraden. Wir erweitern die Mauer mal noch ein bisschen. Neun ist gut. Neun ist super gut für mich. Ich muss schon Bruts reinhauen und dann ist Schluss. Beziehungsweise noch ein bisschen Magic Damage. Der Rocker schon am Start. Das sieht gut aus. Catch me if you can. 165. Ich nehme mal noch einen zweiten Manta mit. Der sollte mir weiterhelfen. Noch ein Locker für mich. So, Stichschaden haut ordentlich rein. Wir nehmen Packleader mit. Und hauen im Nachhinein jetzt noch ein Robo rein. Da sind wir gut bedient. Blume rein. Mana raus mal dahinter, weil dann könnt ihr ein bisschen Mana noch sammeln. Robo reinknallen. Schnecke nehme ich noch mit. Packt die das aber schon stark auf 9. Mit Zusatz.
hat eine Blume noch platziert. Ah, zu stark. Ah, es war zu stark. Sollte aber zum King noch durchkommen. Double Magic Damage ist noch da. Sehr gut. Nehmen wir mit. Muss auf jeden Fall eine Harpy upgraden. Ist mir irgendwie zu gefährlich. Ich nehme mal den King mit. Sehr gut. Ja, der wird gut reduziert durch die beiden Mantas. Und die Harpien machen den Rest. Sehr schön. Jetzt müssen wir die Bananenbank bauen. Oder die Blume upgraden. Oh, das ist nice. Aber Bananenbank ist schon fett. Die stellen wir ein bisschen weiter nach vorne. Weil der Fernkämpfer ist. Hat eine kleine Reichweite, ist aber Fernkämpfer. Und hier würden die anderen wahrscheinlich dominieren. Das möchte ich nicht. Das ist ganz schön lang gesammelt. Das wird interessant. Bananenbank sofort tot. Ja, die Mantas machen schon gute Arbeit, das muss man schon sagen. Mantas und Blume super stark. Holy shit, ich halte das. Ach du Scheiß, ich habe das gehalten. Stell dir das mal vor. So, wir hauen noch eine Harpie hoch. Gönnen uns den Worker. Wir könnten auf 13 gehen. Wir könnten aber auf 14 oder 15 gehen. 14 macht wenig Sinn, 15 schon eher. Gucken wir mal. Lass mal auf 15 gehen. Wir sammeln jetzt relativ lange dafür und die werden jetzt auch sammeln. Aber unser King hat mehr Leben und ist verbessert. Das heißt, wenn wir liegen sollten, sind wir noch besser dran. Die müssten dann schon upgraden, damit denen das was bringt. Ich werde jetzt eine Blume aufwerten. Hoho. Oh, die 6 Gold nimmt man mit. Und zwar die gute alte Champion-Blume. Ja,
Ich hatte mehr Leben als der Bananenbacken. Ja, aber die werde ich gut gebrauchen können in der nächsten Runde. Für die 14 werten wir die ein bisschen auf. Ich roll dann wahrscheinlich nach der 14. Bären. Alter, die Blume. Ah, diesmal halte ich nicht. Die zwei Robos, die machen mich weg. Lass mal schauen. Das ist alles cool. Wir bleiben bei der Strategie. 15. Wir könnten logischerweise einfach Dinos reinknallen. Ich werde ein Voreis reinsetzen. Das steht fest. Hier werde ich mal ein bisschen upgraden. Nach der Wave wird gerollt. Jetzt gucken, ob wir noch Magic Damage reinkriegen, den ich benutzen kann. Stich bin ich gut dabei. Aufprall habe ich auch gar nicht. Aufprallschaden habe ich wirklich gar nichts. Die haben nochmal gesendet, natürlich jetzt auf den Magic Waves. Voreis muss rein. Den theoretischen Schaman kriegen wir noch rein. Ja, perfekt. Das räumen wir hier. Und haben keinen magischen Schaden, aber dafür sowas. Das ist gut. Die nehmen wir mit. Dann bleibt uns jetzt eigentlich nur, die aufzuwerten. Schnecken rein. Ja, sehr gut. Sehr schön. Die nächsten Waves bin ich sowas von safe. Da kann ich ihr übelst die Worker pushen. Ich sollte auch Worker bauen. Okay, das war's schon. Victory. Krass. Ja, es wäre sonst in den nächsten ein, zwei Runden entschieden worden. Beziehungsweise hätten wir wahrscheinlich auf 18 nochmal geschickt und dann wäre Schluss. Gut im Team zusammen gespielt. Geil. So will ich das sehen. Tja, es war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne mal an, wie das vorbei. Zum Beispiel das hier. Da habe ich auch Harpien Tornado gespielt. Das ging ab, sage ich euch. Bis dann, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.